Wohl kaum ein anderes Meeresangelrevier hat in den letzten Jahren für so viel Furore gesorgt wie die Westfjorde in Island. Ob Bolungarvík, Súðavík, Tálknafjörður, ob große Dorsche oder riesige Steinbeißer, der Fischreichtum dieser Region sucht in Europa seinesgleichen und lockte so in den letzten Jahren zahlreiche Angler nach Island. Auch der Meeresangelprofi Thorsten Ahrens folgte dem Ruf der Insel im Frühjahr dieses Jahres. An einem Wahrzeichen Islands beginnt er seine Rundreise. So, wieder einmal sind wir unterwegs vom Median Fishing Team zum Angeln. Wo? Auf dem jüngsten Land der Erde, nämlich Island. An den Westfjorden wollen wir dort fischen, und zwar in Bolungarvík, in Súðavík und in Tálknafjörður. Mit den perfekt auf Angler zugeschnittenen Kajütbooten geht's entlang der einzigartigen und imposanten Küste. Die dicken Dorsche Islands fest im Blick. Bei besten Bedingungen und strahlendem Sonnenschein dauert es auch hier nicht lange, bis der erste Zielfisch auf einen Gummifisch einsteigt. Oder ohne. Ja. Gut, es sind noch nicht gleich die 20 Kilo Fische, aber eine krumme Rute. Meiner kommt, ja. Mein erster Island-Dorsch oder Kabeljau im Jahre 2013. Dass es vor Island aber nicht nur viele Dorsche gibt, zeigt sich im Laufe des Tages. Egal ob Rotbarsch oder Leng. Abwechslung wird hier auf jeden Fall großgeschrieben und versüßt Thorsten den ersten Tag seiner Reise. Das ist nicht ein Bild. Wow. Kai, weißt du was? Das ist unser Abschiedsbild für heute. Aber irgendwann kriegen wir auch die Steinis. Ich zeig noch mal. Ja, schön. So, nach vielen, vielen Dorschen haben wir jetzt einen Drill, der ist fast zaghaft. Und da kommt er. Jawohl. Wie erwartet, wenig gemacht und ein schöner Steini. Eieiei, ist der gut. Ist der perfekt, der Fisch. Hi. Petri, danke. Jetzt haben wir zwar eine Stunde gebraucht, um den ersten Steini ranzukriegen, aber das ist ein Top-Steini. Und wo drauf? Guckt euch an. Am Running Boom. Und Dorschfilet. So, hier ist er nun. Gewogen haben wir nicht, gemessen 95 cm, also irgendwas zwischen 7,5 und 8 Kilo. Jetzt haben wir den vierten Fisch drauf in Súðavík. Und das ist, wenn er sich nicht definitiv eingedreht hat, ein richtig stabiler. So, jetzt haben wir den Motor angemacht. Wir sind einem Fisch 200 Meter hinterher gefahren. Und er nimmt immer noch kräftig Schnur, steht jetzt genau unter mir. Jetzt habe ich das erste Mal die rote Schnur oben. Das heißt, er ist jetzt so 10 Meter über Grund. Na gut, jetzt ist er wieder auf Grund. Aber okay, wir fischen weiter. So Leute, das sind die letzten 25 Meter, die hier drauf sind. Das heißt, der Fisch ist jetzt nach 15 Meter unterm Boot. Nach einer Stunde 45 Minuten. Ja, da will er sich noch mal ein bisschen aufhalten.
gut. Jetzt habe ich hier auf dem Punkt, wo wir Steinis fangen wollten, wirklich einen Strammfisch drauf. Habe ich wieder auf Bergmann umgestellt. Weil wenn nichts geht, Leute, Bergmann geht immer. Und genau dieser Bergmann-Pilker scheint Thorsten auch heute einen Traumfisch zu bescheren. Also so ein großer Stein, die kann es eigentlich nicht sein. Es muss ein strammer Dorsch sein. Lasst euch Zeit, denn der Fisch hat unten Kraft und arbeitet nicht zu viel dagegen. Bist du verrückt? Nach weiteren kräftezehrenden Minuten scheint der Fisch endlich knapp unterm Boot zu sein. Sie wollen mehr zu den Westfjorden in Island erfahren? Dann klicken Sie rein. www.mediafishingteam.de. Eine DVD, drei tolle Reviere. Thorsten Ahrens unterwegs in Island. Die neue DVD ist ab November erhältlich.